Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und wir sprechen jetzt über Stress mit den Eltern. Und da decken wir auch tatsächlich alles ab, von einfach nur, dass deine Eltern total nerven, bis hin zu geschlagen werden zu Hause oder sogar missbraucht werden. Oh mein Gott, ey, Pubertät. Das ist die Zeit, in der die Eltern anfangen, schwierig zu werden. Diesen Spruch musste ich mir damals in meiner Jugend immer anhören, und das sollte wohl irgendwie witzig sein. Naja. In der Pubertät fängt man ja an, sich selbst zu entdecken. Und damit meine ich nicht nur körperlich, also soll heißen, nicht, dass man sieht, oh, der Penis wird länger und man wichst sich die ganze Zeit ein, nein, sondern auch im Hirn fängt man an, auf einmal selbstständiger zu denken. Man möchte zum Beispiel mal länger draußen bleiben, man möchte mal in irgendeinen Film gehen, der eigentlich noch gar nicht für das Alter ist, man hat auf einmal ein Interesse für das, ein Interesse für das. Man fängt also so langsam an, sein eigenes Leben zu leben und das möchte man dann natürlich auch durchsetzen. Und dann kommen auf einmal deine zwei Erzeuger dazu und sagen, nee, das darfst du nicht. Dann ist natürlich klar, dass du erstmal ein bisschen polterst. Hinzu kommt auch noch, dass jetzt während der Pubertät dein ganzes Gehirn umgemodelt wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass das auf einmal von links nach rechts gedreht wird oder sich einmal umschlägt oder so. Diese ganzen kleinen Synapsen, diese vielen, vielen kleinen Nervenverbindungen, die bisher dein Gedächtnis ausgemacht haben und die in deiner Kindheit aufgebaut wurden, die werden jetzt auf einmal neu vernetzt. Und ganz besonders hier vorne im Stirngehirn, also der Teil, der hier vorne ist, der sorgt auch für diese extremen Stimmungsschwankungen, die ihr gerne habt. Das heißt, in der einen Minute seid ihr noch total gut drauf und in der nächsten Minute hasst ihr einfach nur alle Menschen und knallt die Türen und so. Horror, ihr könnt echt Kotze sein in der Pubertät, lasst euch das gesagt sein. Unterm Strich kann man also sagen, ihr versucht auf eigenen Beinen zu stehen, mal was Eigenes zu erleben und euch von euren Eltern so langsam abzukapseln. Dass ihr sagt, na, ich mach das jetzt mal alleine, aber eigentlich brauche ich euch ja doch noch. Aber nee, eigentlich will ich auch alleine, aber vielleicht doch ein bisschen, nee. Umgekehrt ist es für eure Eltern natürlich auch schwierig. Ne? Eure Eltern hatten euch jetzt 12, 13 Jahre lang irgendwie immer unter ihren Fittichen. Die haben euch früher gestillt, also eure Mutter vielmehr hat euch gestillt. Naja. Vielleicht habt ihr bei eurem Vater auch mal an der Zitze geleckt, aber das bringt ja nichts. Und jetzt auf einmal sagt ihr euren Eltern hier, mache ich alleine. Das ist natürlich klar, dass eure Eltern sich dann auch ein bisschen komisch dabei fühlen. Das ist auch für Eltern nicht leicht. Eure Pubertät ist für euch schwierig, ist für eure Eltern aber genauso schwierig, weil die nämlich so langsam aber sicher merken, dass ihr abhaut. Und glaubt mir, das ist gar nicht so schön. Naja, und das sorgt dann halt immer für diese Reibereien zu Hause. Und das kann echt anfangen, dass euch das tierisch auf den Sack geht, wenn ihr nach Hause kommt und Mutti dann erstmal mit 30 Fragen nervt. Na, wie war es in der Schule? Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht? Und ihr euch einfach nur denkt, boah, halt's Maul, ey, ich will da nicht drüber reden. Ich war jetzt 8 Stunden in der Schule, Ende. Und das andere Ende der Reibungsskala ist dann tatsächlich, dass irgendwer handgreiflich wird. Also, dass es irgendwie zu Schlägereien oder zu Misshandlungen zu Hause kommt. Zu den einfachen Problemen, also dass irgendwer einfach nur nervt oder dass ihr irgendwie mal nicht länger rausgehen dürft oder dass ihr den Müll rausbringen sollt und sowas, da kann man relativ einfach was gegen machen, denn reden hilft. Soll heißen, wenn Mama jetzt zum Beispiel zu Hause jeden Tag mit ihren 413 Fragen wartet, dann könnt ihr auch einfach mal sagen, ey, es ist jeden Tag dasselbe, es ist uninteressant und wenn was Interessantes passiert, dann erzähle ich es dir, aber können wir bitte über was anderes reden? Oder wenn ihr nicht so lange raus dürft und ihr wollt aber und alle anderen sind ja auch so lange draußen, dann diskutiert das vernünftig aus und fangt nicht an rumzuschreien und rumzuzicken. Das könnt ihr nämlich ziemlich gut. Eure Eltern wollen euch nämlich im Grunde gar nichts Böses, die wollen eigentlich nur euer Bestes. Und wenn die sagen, nein, du gehst nicht länger raus als das und das, dann wird das sehr wahrscheinlich einen Grund haben, über den man sich aber natürlich auch unterhalten kann. Liebe Eltern, da seid ihr jetzt auch gefragt, dem Pubertierenden einfach nur zu sagen, du gehst nicht lange raus, weil ich das nicht will, das funktioniert nicht mehr so wie früher. Nein, da müssen jetzt Argumente kommen. Und die Kleinen können auch schon ganz gut argumentieren. Und wenn es um so Haushaltsdinge geht, ne, zum Beispiel, deck doch mal den Tisch, bring doch mal den Müll runter, räum doch mal den Geschirrspüler aus, irgendwie sowas. Ey, ihr müsst auch was dafür tun, dass ihr jeden Tag kostenfrei wohnen könnt und dass ihr auch kostenfrei jeden Tag was zu fressen auf dem Tisch habt. Ja, ihr seid die Kinder, aber ne, diese Doppelmoral, ne, einerseits wollt ihr selbstständig sein und länger rausgehen und Verantwortung übernehmen, weil ihr ja schon so groß seid und auf der anderen Seite, wieso, das sind doch meine Eltern, die müssen mir doch was zu essen kochen oder so. Ah, so läuft das irgendwann nicht mehr. Quid pro quo, sagt der Lateiner auch. Das heißt, das eine für das andere. Somit also, wenn ihr in dem Luxus des Hotel Mama leben wollt, dann könnt ihr auch mal ruhig den Müll runterbringen, ruhig mal den Geschirrspüler ausräumen und den Tisch decken oder so. Das ist echt keine Arbeit und dauert, macht euch nichts vor, ganz ehrlich, das dauert höchstens 2 Minuten. Ohne Scheiß. Vielleicht 5, aber das war's dann auch.
Wenn es zu Hause allerdings größere Probleme gibt, soll heißen, wenn ihr zu Hause geschlagen werdet, missbraucht werdet oder so, dann muss da echt was passieren. Dann muss man sich externe Hilfe holen. Das ist ganz wichtig. Und dieser Hilferuf oder vielmehr das Hilfegesuch muss von dir kommen. Das heißt, wenn du jetzt dieses Video guckst und du meinst, es muss sich irgendwas ändern, weil du total todunglücklich bist zu Hause, dann musst du dafür die Weichen stellen. Das heißt, niemand anderes wird dir diesen Schritt abnehmen. Dafür musst du sorgen. Ich würde im ersten Schritt vorschlagen, dass du erstmal darüber mit irgendwem sprichst. Und zwar mit einer unabhängigen Person. So ziemlich jede Schule hat irgendwie eine Vertrauenslehrerin oder einen Vertrauenslehrer. Oder in letzter Instanz kannst du da auch direkt zu deiner Klassenlehrerin, zu deinem Klassenlehrer gehen. Wenn du das nicht möchtest, weil das irgendwie zu nah ist, irgendwie dir zu nah kommt und so, dann gibt es auch eine anonyme Telefonseelsorge, wo du anrufen kannst. Dort sitzen Leute, die haben das gelernt, die können dir helfen. Die sagen dir auch, wie die nächsten Schritte sein können. Oder können dir so ein paar Methoden an die Hand geben, wo du sagst, okay, damit komme ich runter oder damit komme ich wieder ganz gut klar. Was leider überhaupt nicht funktioniert, ist, dass ich euch persönlich irgendwie zu Hause helfe. Das geht nicht. Das müsst ihr in die Wege leiten und dann mit den zuständigen Behörden, die bei euch im Ort sind. Es gibt auch eine ganz spezielle Telefonnummer für Kinder und Jugendliche, die ist komplett anonym und kostenlos. Das heißt, niemand sieht, dass ihr da angerufen habt und es kostet auch nichts. Diese Nummer ist die 116 111. Nochmal 116 111. Schreibe ich euch aber in die Infobox auch nochmal rein. Und wenn es richtig akut ist bei dir zu Hause, dass du wirklich vertrimmt wirst und alle bei dir ausrasten, dann musst du auch die Polizei anrufen. Die rufst du aber nur an, wenn wirklich Alarm bei dir zu Hause ist, nicht einfach zum Spaß. Denn behaltet im Hinterkopf, wenn ihr irgendwas erfindet, irgendeine Falschaussage macht, weil ihr euch denkt so, den fick ich jetzt mal richtig, ich erfinde jetzt einfach mal dies und das, das kommt zu 100% raus und das kostet richtig Asche. Je nachdem, wie alt ihr seid, wird das auch noch irgendwo vermerkt, dann seid ihr vorbestraft und dann war es das auch mit einem Arbeitsplatz. Also macht so einen Scheiß nicht und erzählt, wenn, die Wahrheit. Auch die Leute, die hinter der Telefonseelsorge sitzen, die sind auch nicht dumm. Und wenn ihr da anruft und euch denkt, jetzt erfinde ich einfach mal eine lustige Geschichte, das ist keine lustige Geschichte, denn während ihr die Leute da bei der Telefonseelsorge verarscht, sitzt vielleicht irgendein anderes Kind, anderer Jugendlicher zu Hause und will sich gerade selber umbringen, aber ihr blockiert die Leitung mit eurer Scheißgeschichte. Nur anrufen, wenn ihr tatsächlich ein Problem habt. Aber wenn ihr ein Problem habt, dann bitte unbedingt dort anrufen und lasst euch helfen. Hilfe bekommt ihr ohne Ende. Das sind jetzt aber auch schon wirklich extreme Probleme und so ist es ja bei den wenigsten zu Hause, zum Glück. Soll also heißen, so ziemlich jeder hat zu Hause irgendwie Stress mit seinen Eltern. Und da hilft es ja dann auch einfach mal runterzukommen, mit frischen Gedanken ans Werk zu gehen und dann zeigt es sich, alles klar, haben wir vielleicht gerade hier und da ein bisschen übertrieben, kriegen wir alles geregelt. Und euer Hirn, ne, dass das gerade umgebaut wird und so, das ist ein Grund, aber keine Ausrede. Es ist keine Ausrede zu sagen, ja, ich bin in der Pubertät und deswegen darf ich alles kaputt machen und darf ich so rumpoltern und stänkern und zicken und doof sein. Nee, genau darum geht es in der Pubertät, mit dem ganzen Scheiß, der gerade da oben passiert, trotzdem klarzukommen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wobei euch eure Eltern schon so mega abgenervt haben, was vielleicht auch die beschissenste Frage jeden Tag nach der Schule ist oder was euch einfach so mega auf den Sack geht. Interessiert mich brennend. Ich glaube, wir haben viele, viele Parallelen. Jungsfragen abonnieren, Video liken. Auf Wiedersehen. Tschüss!